Was ist das denn hier wieder für ein Saal? Ein Pilzsaal, cool. Nee, aber irgendwas. Da kann man lang, da kann man. Das muss ich mir alles mal genauer angucken hier. Sehr mysteriös. Oh, ein Hebel. Ja, dann. Ah, da kommen die bösen Augen raus. Das ist natürlich sehr praktisch, dass es dafür extra einen Hebel gibt. Oh, sie kann Blitze verschießen. Das hätten wir geschafft. Wer ist da? Ach so, ich dachte gerade, das war dein Skelett. Das wird euch eine Niere sein. Ich dachte lieber nicht schießen, das ist ja deins. Aber nein, ist nicht deins. Wer hat dir gesagt, dass du den wiederbeleben sollst? Das finde ich richtig. Lass den mal lieber hier. Guck mal, der hat ganz viel Zeug dabei, das ich ihm abnehmen kann. Das hätten wir alles verpasst, wenn du ihn wiederbelebt hättest. Und ist ja sonst noch irgendwie. Nö. Doch, eine Urne. Und eine Truhe. Nicht gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. So, komm, Serrano-Schinken, wir müssen weiter. Hier muss ja irgendwo der Ausgang sein, würde ich mal vermuten. Habt ihr etwas gehört? Nur dich. Und dein blödes Gelaber. Aha. Was ist das denn für ein großer Saal? Sitzen da Leute? Da sitzen Skelette, das sehe ich. Da sitzt doch jemand. Warte. Da saß jemand. Wer ist da? Niemand. Das wird euch eine Niere sein. Ja, bleibt ruhig alle stumm auf euren Plätzen. Zack. Einmal schön zwischen die Rippen. Und da drüben ist doch auch irgendwas. Ein Drachenpriester. Oho. Feiner Drachenpriester. Benimm dich. Kannst du mal irgendwie auf einem Platz bleiben? Ach toll, super, voll da rein. Drachenpriester. Halt still. Sag mir halt still. Yep, der hat gesessen. Das wird ihm bestimmt eine Lehre sein, ja? Eine innere Lehre. Was hast du denn? Knochenmehl, Zwergenbolzen. Keine Maske? Gibt doch immer so coole Drachenpriestermasken. Und du musst aufhören mit diesem richtigen Beschwörkram. Das ist, finde ich, nicht okay. Das ist ethisch nicht so ganz vertretbar, finde ich. Es wird gut tun, draußen wieder tief durchzuatmen. Ja, na klar. Das Licht fehlt mir nicht, aber ich vermisse die frische Luft. Oh, vermisst die arme Vampirin die frische Luft. Oh. Oh, ich lerne ein neues Drachenwort. Wort der Macht gelernt. Ausdauer, Lebenskraft entziehen. Okay. Und schon wieder etwas gelernt, wofür ich keine Verwendung habe. Schön, 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 schön. Wir hatten hier Geld liegen gelassen. Und Waffen. Des Verschlingens klingt gut. Und der Ermüdung. Die nehme ich auch mit, die kann ich vielleicht noch verwerten. Und was haben wir hier unten am Kugeln? Guck mal, da sind noch ein paar Reste drauf. Ja, jetzt sind die natürlich verbrannt. Die muss man ab und zu mal wenden. So kann sie nicht mehr genießen. Jetzt sind die zu Briketts verkokelt hier. So, hatte ich die schon durchsucht? Ja, dann habe ich hier, glaube ich, da unten ist so eine Truhe. Da, wo der Drachenpriester saß. So ein Drachenpriester. Ja, den nehme ich auch noch mit, was soll's. Und den auch.
Heute mal das Inventar mal voll. Ich hoffe ja, dass ich gleich zum Ausgang komme und dann das Inventar irgendwo leeren kann. Das wird mir eine Lehre sein, ja. Jupp, hier geht's raus. Himmelsrand, ich bin wieder in dir. Das klang komisch. Es ist so schön, wieder zu atmen. Das Wetter ist unglaublich. Du bist unglaublich. Vampire, ey. Dass sie überhaupt atmen muss, die ist doch tot. Komisches Gezücht. So. Bring Serrano-Schinken nach Hause. Wo wohnt sie denn? Aha, bei der beim Talmor-Gefängnis. Da habe ich aber jetzt kein Dings in unmittelbarer Nähe. Ich kann nach Volks... Nee, kann ich nicht. Ich kann nach Festung Rackstadt und dann da unten irgendwo lang. Ja, schnell nach Rackstadt reisen. Zack, das geht ja schnell heutzutage. Hier wird gereist, dass die Reise reist. So, einmal kurz orientieren. Ja, eigentlich muss ich hier die Straße runter und dann bin ich auch schon fast da. Komm, Schinken. Und die Straße? Nein, hier muss ich lang. Horch, ein Drache. Wer ist da? Das ist ein Drache. Achso, da kann ich auch gleich zur Axt wechseln. Komm, Drachi. Fein. Ganz fein. Oh yeah. Jetzt wird hier Drache geritten. Oh, hack, hack. Und immer drauf. Voll ins Auge. Voll ins Auge. Wer braucht das? Das eine Lehre sein. Haha. Drachi, komm, gib her. Brauche ich deine Knochen? Nee. Da schmilzt er dahin. Gib mir deine Seele, garstiges Drachengezeug. Ja, schön, eine neue Drachenseele. Na, da bist du beeindruckt, wa? Guck nicht so, deine Augen leuchten. Die sind ganz gelb. Hast du Hepatitis? So, das ist aber der richtige Weg, ja. So, komm, dann bringen wir dich mal nach Hause. Einmal schön nach Hause telefonieren. Guck mal, Troll. Guck mal, noch ein Troll. Trolli. Ja. Ist noch einer, aber der soll von alleine rankommen. Ach so, aber du greifst den natürlich an. Ja, dann musst du auch selber mit ihm fertig werden. Viel Spaß. Ich habe dir nicht gesagt, dass du ihn angreifen sollst. Ach so, sie schafft das sogar. Dann kann ich auch noch schnell das Fett daraus schmelzen. Wie kriegt man aus dem Troll so schnell das Fett raus? Den musst du doch erst aufschneiden und das dann von der Haut kratzen oder was? Oder vom Fleisch kratzen. Das ist doch auch keine angenehme Arbeit. Trollfett ernten. Nee, ich glaube, das geht los. So, muss ich hier jetzt schon rechts drehen? Das ist, glaube ich, eine Abkürzung, wenn ich hier unten rumgehe, ne? Abkürzungen sind immer gut. Gehen wir da unten rum. Oh, wer hat den denn gegessen? Anscheinend niemand, weil der noch voll mit Wildbret ist. Der Wildbret, Bret, Wildbret. Bret. Wildbraten. Holla, hier ist aber eine Menge Blut vorhanden. Troll? Woher seid ihr gekommen? Ach guck, hier wohnt ein Blutroll. Der blutet hier alles voll. Ja, guck. Der hat hier alles schön hergeschleppt und hier gegessen. Fein, fein. Und da waren auch Menschen mit dabei. Grundlagen der Schlossmechanik. Ich glaube, darüber muss ich nicht mehr lernen. Ich habe 100 Schlossknacken. Da kann mir keiner mehr was über Schlösser erzählen.
Ist das ein Wolf oder ein Fuchs? Nee, ist ein Fuchs. Füchse sind lieb, die sind in Ordnung. Ja. Lauf ruhig davon. So, wo muss ich denn hin? Da auf die... Ah, guck mal, da hinten ist so ein Schloss. Kann sie mir überhaupt folgen? Nein, kann sie nicht. Ah ja, und schon habe ich den Serrano-Schinken verloren. Wer läuft da unten rum? Sind das etwa Rebellen? Hey da, Leute! Hoffentlich muss ich nicht wieder Wachdienst schicken. Ah, Sturmmäntel-Rebellen. Du wirst es versuchen. So viel zu, du wirst mich vernichten, mein Freund. Soldat der Sturmmäntel, ey. Gesocks. Sturmmäntel-Rebellion ist vorbei. Oh, jetzt eine Fackel verloren. Gehen wir noch eine Runde schwimmen. Schwimmen. Danke. Tauchen. Hallo, wer bist du denn? Festung Nordwacht. Halt! Was ist das für ein Ort? Diese Information ist geheim. Und jetzt geht weiter. Nee, warte, ich bin aber wegen Thorald Graumähne hier. Soll das ein Scherz sein? Nein. Selbst wenn wir einen Gefangenen mit diesem Namen hätten, könnte er nur entlassen werden, wenn uns dafür ein Befehl der kaiserlichen Armee vorläge. Ach so. Und jetzt solltet ihr euch umdrehen und auf dem gleichen Weg wieder gehen, den ihr gekommen seid. Bis okay, zum nächsten Mal. Dann sehen wir uns dann aber. Ach, da kommt der Serrano-Schinken. Und wer ist das da? Sind das noch mehr von den Rebellen? Ach, die kann ja auch zügig schwimmen. Na, wir müssen ungefähr dahin. Da. Ah ja, da ist so ein kleines Anker-Symbol. Da vorne. Das sieht aber hübsch aus. Guck mal, mit dieser Berg da, Bergfestung da und dem Nordlicht. Im Norden. Wir hatten hier immer ein Boot, um hin und her zu fahren. Ah ja, wir hatten hier immer ein Boot. Ah ja, da ist ja das Boot. Mensch, was ein Zufall. Eiswassermelone entdeckt. Reise nach Burg Fukuhila. Okay, los geht's. Ha, und das ist Burg Fukuhila. Hier wohnst du? Sag mal, erzähl mal. Das ist euer Zuhause? Das ist es. Traute Burg, Glück allein. Haha. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass sie so groß ist? Ich wollte nicht, dass ihr denkt, dass ich, naja, eine von diesen Frauen bin, die immer nur in ihrer Burg sitzen. Ich habe von Anfang an gedacht, dass du ein Vampir bist. Meine Herkunft, dieser Ort, das bin nicht wirklich ich. Ich hoffe, dass ihr mir das glaubt. Du bist ein ekliger Vampir, mehr muss ich nicht wissen. Ekliges Vampir, Ekelgezücht, ekliges. Burg Fukuhila entdeckt. Na, was habt ihr hier auf dem Turm? Nichts. Und hier oben auf dem Turm habt ihr nichts. Aber da fliegen Vögel rum. Die sind auch ganz hübsch. Jetzt noch immer sagen können, dass auf dem Turm nichts ist. Hätte ich da nicht hochrennen müssen, Mann. Frau. Habt ihr noch was Schönes auf der Insel? Da komme ich wahrscheinlich zum Haupttor. Hier ist noch ein bisschen Stachelgras. Was habt ihr noch so alles rumliegen? Erzähl doch mal. Muss ja mal alles angucken hier. Nachher verpasst man was. Oh, Muscheln. Guck, die hätte ich jetzt fast verpasst. Mh, lecker Muschel. Muschel nicht so beim Sprechen. Man versteht dich kaum. Sind hier noch mehr Muscheln? Auch Muscheln.
kommen wir denn hier überall hin? Zu den Stachelgratwiesen. Das finde ich schön. Muschel. Komm, feine Muschel. Möchtest du auch eine rohe Muschel? Nee. Oha. Wer ist da? Oh, da werden wir angegriffen. Das wird euch eine Lehre sein. Vielleicht sollten wir wirklich erstmal zum Haupteingang reingehen, bevor wir uns zum Hintereingang reinschleichen und da einen Krieg provozieren. Ist gerade so meine Idee. Kommst du? Ja, sie kommt. Vielleicht hätte ich einfach gleich zum Haupteingang reingehen sollen, bevor ich hier überall wirr rumschleiche. Beim wirr rumschleichen ist sich natürlich jeder selbst der Nächste. Kommst du? Guck mal, Gargoyle. Oh, die stehen doch gleich auf und essen mich. Aha, da guckt mal einer an. Mach mal auf. Hey Typ, mach mal auf. Hey, also, bevor wir da reingehen. Ja, was gibt es? Ich möchte euch dafür danken, dass ihr mich so weit gebracht habt. Aber wenn wir erst einmal da drin sind, werde ich für eine Weile auf eigene Faust weiterziehen. Okay. Ich denke schon. Was denkst du schon? Ich weiß, dass eure Freunde vermutlich jeden hier drin gerne umbringen würden. Ich hoffe, sehr dass gerne. Ihr euch ich auch. Etwas mehr zügeln könnt. Mal gucken. Wenn wir einmal drin sind, seid für eine Weile ruhig und lasst mich die Führung übernehmen. Nun gut. Lady Serana ist wieder da. Öffnet das Tor. Du bist ein Tor. Mensch, Igor, was geht ab? Fürst Harkon ist ein großartiger Mann. Also erweist ihm gefälligst den ihm gebührenden Respekt. Also was ich hörte, ist er ja ein Vampir und kein großartiger Mann. Aber gut, da hat jeder was anderes gehört. Der gute alte Fürst Harkon. Ja, ja. Wie könnt ihr es wagen, hier einzudringen? Aus Moment. Spaß? Serana? Seid ihr es wirklich? Wo ist sie? Ach, da. Ich traue meinen Augen nicht. Dann lass es doch. Wow. Mein Fürst, alle zuhören. Serana ist zurückgekehrt. Sprich mit Harkon. Ich denke, ich werde erwartet. Das kann ich nicht glauben. Fleisch, Blut. Ach Leute, meine, warum müsst ihr so scheiß Vampire sein? Das tut doch nicht Not. Mit meiner Schrift. Das muss doch nicht sein. Vampire Cattle? Ist das die erste Frage an mich? Die lebt noch. Ich habe die Schriftrolle. Das finde ich nicht in Ordnung. Natürlich bin ich Schriftrolle. Euch zu sehen, meine Tochter. Wisst ihr es nicht? Muss ich es wirklich sagen? Ja. Ach, wäre eure verräterische Mutter nur hier. Ich würde sie dieses Wiedersehen beobachten lassen und dann ihren Kopf auf einen Pfahl spielen. Das klingt nett, das würde ich auch so machen. Nun verratet mir, wen ihr da in unsere Halle mitgebracht habt. Dieses sterbliche Wesen hat mich gerettet und befreit. Der Hund macht Hundegeräusche.